Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir sind hier immer noch in diesem Dungeon. Hier von, wie hieß der nochmal? Woodburn. Sind immer noch auf der Suche nach dem Dude. Jetzt ist die Frage, wie voll ist denn irgendwie unser Inventar? Warte mal. Hier. Was haben wir? Also so viel Gold haben wir. Das Gold, das wir jetzt haben auf Tasche hier. So. Das müssen wir auch noch eigentlich hier. Achso, ich kann nicht mehr so viel mit einlagern. Hier ist alles voll. Dann müssen wir eigentlich hier die. Was ist das Niedrigste, was wir hier jetzt noch haben? Was sind das? Potion of Levitation. So, dann müssten wir eigentlich jetzt langsam Iron alles hier rausschmeißen. Weil dann brauchen wir das Iron nicht. Und nehmen halt nur den guten Stuff hier mit. Da haben wir wieder Iron. Iron, Iron. So, die auch noch weg. Wir müssen die alle hier dann durch den guten Stuff hier ersetzen. Nochmal Iron. Hier Iron. Ah, hier haben wir nochmal Chain gehabt. Iron. Hier nochmal Iron. Ich kann selber jetzt nichts mehr tragen. Können wir das alles dann hier einmal removen. So. Gut, dass hier endlos viel reingetan werden kann. So. Also, dann können wir die hier auch schon mal hier reinpacken. So, und das ganze Gold. Gucken wir mal, wie viel wir reinpacken können. So. Ah, das konnten wir schon mal alles. Okay, dann. 1, 6. Hier 1. Können wir auch noch mit reinpacken. Gut. Schauen wir mal, wo haben wir wieder Iron? Dann schmeißen wir das ganze Iron hier raus. Nochmal Chain. Wie viel Kette haben wir hier vergessen? Das ist wirklich heftig. Die Iron, Steel, Iron. Wirklich schon sehr viel Eisen, dass ich noch mal Kette. So, hier noch mal Adamantium Helm, den lassen wir. Adamantium Helm, Adamantium Helm. Derrick Battle Axe, das wird noch ordentlich wert sein, definitiv. Das nächste, was wir wahrscheinlich wegschmeißen dürfen, ist wirklich Steel. Der Katana lassen wir auch. Der ist magisch. Den behalten wir. So. Was haben wir hier noch? Den behalten wir, weil er wert ist. So, und Iron Boots. Alter, wie voll ist unser Inventar, wirklich. Das Adamantium, das Ebony, okay. Muss ich nochmal sicher gehen. Gut, dann war's das. Dann müssen wir hier alles einmal jetzt wieder rausschmeißen. So, 42 Kilo haben wir jetzt wieder insgesamt. Also, und dann müssen wir einmal kurz den hier machen.
So, dann können wir wieder hoch. Jetzt ist die Frage, wo fehlt uns noch einiges? Eigentlich hier hinten. Hier hinten, ganz hinten, da fehlt uns noch sehr viel. Genau in dem Bereich. Da waren wir auch schon. Da oben ist ja noch ein Loch. Waren wir da oben schon irgendwie? Ja, da waren wir schon. Tatsächlich. Von wo kommen die Türgeräusche? Ich will jetzt wissen, wo die jetzt herkamen. Wahrscheinlich hier drunter irgendwo. Ich würde sagen, hier fehlt aber auch noch einiges. So, dann egal, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Und dann hier. Achso, hier geht's nicht weiter. Hatte ich jetzt gedacht, hier geht's weiter. So gut, dann ist die Frage, wo geht's stattdessen weiter? Waren wir da unten schon? Oder hier waren wir wahrscheinlich irgendwo. Ne, das für denselben Bereich. Ne, hier geht es auch wieder in denselben Bereich. Versuchen wir es hier nochmal. Da unten ist irgendwie was. Da. Haben wir den Flachterfisch. Irgendwo hier war doch noch ein Weg. Vielleicht ist hier irgendwo eine geheime Tür. Öffnen tut sich hier jetzt nichts. Ah, hier haben wir alles noch. Nee, das ist alles nichts, was wir jetzt haben wollen. Nee, das könnten wir vielleicht noch mitnehmen für uns so. Falls wir vergiftet werden sollten. Die brauchen wir nicht. Der Dude hat auch nichts. So, dann sind wir jetzt in dem Bereich. Stimmt, hier. Hier fehlt noch einiges. Und dahinter ist auch noch eine Tür, wo wir hin wollen. Ne, wir sind gerade hier reingekommen. Und wollen hier lang. Der hat nichts. Der hat hier auch nichts. Warte mal, ich habe eine Idee. Ne, der hier bewegt sich nicht. So, das ist jetzt der Fahrstuhl. Klettern wir hier mal hoch. Da ist ja auch noch. Ah ne, das ist so abgeschnitten. Irgendwo muss hier doch ein Hebel oder sowas in der Richtung sein. Ich höre hier schon wieder die nächsten Viecher. Wahrscheinlich hier.
Na, hier waren wir auch schon, oder? Die sind irgendwo hier hinter. So, den Bereich waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Autsch. Ja, der, hier waren wir auch schon, genau. Und sonst war hier nichts. Dann gehen wir mal hier rum. Das auch nirgendwo hinführt, hä? Hä? Wo muss ich hin? Wahrscheinlich hierhin. Die sind über uns irgendwo. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Müssen wir eben den Weg zurückfinden. So, jetzt ist die Frage, ist das der Weg zurück gewesen? Ja, nein, vielleicht. So. Gehen wir hier rum. Dann hoffentlich finden wir den. Hier müssen wir auch wieder hochgehen. Hä? Ich bin dran vorbeigelatscht. Hier ist er. So, und dann war's hier oben. Ja, da war der Weg. Da hatten wir was übersehen gehabt, vergessen gehabt. Genau, hier ist es. Okay, hier hören wir die auch, aber... Hier waren die. So, Gold nehmen wir mit. Den Rest nicht. Hier haben wir die Dudes gefunden. So, Steel, Steel. Oh, Elden. Sonst war hier nichts. Machen wir einmal den hier. Und nochmal ein Safe Game auf die 2. Wir müssen aber Woodburn finden. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Elden, nice. So, und dann nochmal. Gehen wir diesmal nicht hier rum, sondern zu dem Dude. So, Steel, Elden, Chain, Lever, Dwarven, Lever, Chain, Lever, Lever. Gut, wir gehen... Ne, warte, da fehlt da noch was. Irgendwo, nicht der, auch nicht der. Hier fehlt eine Tür. So, okay, jetzt haben wir erledigt. Die Tür hatten wir. Jetzt können wir nach oben. Yo! So. Die hat nichts von Wert. Also nehmen wir die hier. Silver. Silver nehmen wir noch mit. So, der Barbar, den haben wir los. Elven. Hier ist sonst gar nichts. Ich habe hier einen Riesen. Hier ist keine Tür. Außer das da. Ork Warlord. Ich dachte aber, wir haben mit den Orks irgendwie uns verbündet, oder nicht?
Sind wir nicht mehr mit den Orks verbündet? Adamantium Longsword, das nehmen wir mit. Wir sind schon wieder bei 82 Kilo. So. Silver Dagger nehmen wir mit. Wir werden jetzt aber erstmal, anstatt alles einzusammeln, erstmal so hier rumrennen. So, der hat nichts mehr. Der nächste bitte. Okay, was haben wir hier jetzt gefunden? Einen neuen Weg. Dann gehen wir erstmal den anderen. Jo. Wirklich ein Riese. Was haben wir hier? Bestimmt Geist, ne? Okay, hier ist nichts. Oh, noch eine Tür. You are that Norden, Maxius II. You have been a thorn in my side for a long time now. A wiser Nord would have let sleeping kings lie, especially when I have gone to such great lengths to kill them. Yes, Max, I killed King Lysandus, and now it will be a pleasure to slay you. En garde. Woodburn ist eine Frau? I am done in. It is up to Gothred now. May you rot in hell, Maxius II. I must certainly shall. Lord Woodburn is dead. King Lysandus is at last able to rest. The wraiths and ghosts of his loyal soldiers vanish as the soul passes to the underworld, leaving the city of Daggerfall to the living. Jo, alles klar. Wir haben Lysandus gerecht. Okay, ich hatte jetzt gedacht, wir müssen noch ein bisschen weiter suchen, dass er noch ein Weilchen dauern würde. So, dann haben wir hier alles. Dann würde ich sagen, da macht man ein Safe Game draus, definitiv. Ich habe jetzt echt nicht mit gerechnet, dass wir. Ja, dass Lord Woodburn eine Frau ist. Erstmal. Nein, nicht. Nein, nein, nein! Ah, toll. Dann machen wir nochmal hier auf. Ah, machen wir so. Gut, kann ich jetzt bestimmt. Ja, jetzt kann ich. Aha. Ach, und hier sind wir wieder zurück. Und ich habe die Tür nicht gesehen. Aber unten irgendwo gab es noch Wege, die ich irgendwie nicht beschreiten konnte. Gut, dann suchen wir uns aber wieder den Ausgang raus. Wenn ich nochmal wüsste, wo der war. So, wie kommen wir nochmal zurück dahin? Da hinten rum. Würde ich jetzt behaupten. Nee. Das ist die falsche Geheimtür. Wahrscheinlich hier rum. Ah, das hatten wir alles. So, dann sind wir hier in den Schlafgemächern. Und hier sind wir ebenfalls falsch. Hä? Das heißt, wir müssen
Doch, wir müssen hier rum. Nach unten, darum. So. Das war jetzt aber sehr kompliziert. Nee, nicht hier, sondern hier lang. Und hier. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück. Genau, dann hier. Das heißt, wir können jetzt einfach gehen und den ganzen Shit verkaufen, den wir eingesammelt haben. Ja, nice. Wir werden jetzt ordentlich Geld haben. So, Climbing Mode funktioniert. Und wir haben Lysandus gerecht. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? So. I'm on a mission from the Emperor to investigate the Shade of... Ja, yeah, das kennen wir. I met with Lady Brisienne in a tavern room, yeah. Lysander's ghost appeared to me and told me that only the death or humiliation of his murderer, Lord Woodburn, would lay his soul to rest. But Woodburn is a noble of Varys and betrothed to Princess Elisana. He has a castle in the wilderness of Varys. Das haben wir auch doch erledigt, oder nicht? Oder muss ich hier erstmal das verlassen, damit es aktualisiert wird? Someone's cleared the underbrush here. Hm, wer war denn das wohl? Okay, gut, wir gehen dann mal. Wir sind ja hier in Varys. Dann gehen wir in die Hauptstadt Varys mal. Ah, wir müssen jetzt erstmal hunten. Gut, dann gönnen wir uns das mal eben kurz. Snacken wir uns mal die eine oder andere Person. So, dann müsste das jetzt ausreichen. So, dann können wir das und das wieder equippen. So, dann können wir auch die Sachen wieder verkaufen. Aber wer hätte gedacht, dass, also für die, die das blind zocken, also ich zock das ja auch blind hier, wer hätte gedacht gehabt, dass hier die aus Varys diejenigen sind, die hier Lysandros getötet hätten. Ist ja eine richtige Intrige. So, dann schauen wir mal, was wir hier verkaufen können. Dann machen wir jetzt eben noch schnell. Hier können wir ja nichts davon verkaufen, was wir da eingesammelt haben. Und zur Bank bringen wir das alles später, was wir haben. So. Da haben wir schon den ersten Laden. War es der hier? Ja. Ach ne, das ist der Kräuterladen, ne? Ja, das ist der Kräuterladen. Wir haben ja aber keine Kräuter auf Tasche. Wir haben keine Kräuter auf Tasche. Stimmt, wir haben ja alles andere. Ja, abgelegt. Ja, dann bleibt uns nur hier. Ach so, ja, toll, super. Muss ich jetzt erstmal hier 3 Stunden warten. Entschuldigung. So. Ja, dann gebe ich ihm das mal alles. Hier haben wir nichts. Und hier das dann noch. Und dann hier. Mal schauen, wie reich wir dieses Mal werden. Das sieht nach Schweine viel Geld aus. Alter. Wir sind gleich bei 200 Riesen. Yo. Riesen haben wir. 150 kriegen wir.
Alter. Hat der irgendwie was Gutes für uns? Oder der andere hier gegenüber? Leider nicht. Boah, ich würde wirklich gerne eigentlich meine Ausrüstung hier vervollständigen. So, habe ich noch irgendwas auf Falschtaste? Auf Tasche. Oder im Wagen. Ja, Gold. Den hier müssen wir noch verkaufen. Da suchen wir dann eben noch schnell was. So, war das hier der Laden oder? Wo war denn der Laden? Ich glaube da unten. Müssen wir schon in die Richtung gehen. So, ne, hier General Store, aber wir können hier trotzdem nochmal kurz reingucken. In der Hoffnung, der hat was Dädrisches. Da, den Laden wollen wir. So, dann können wir ihm das eine Ding hier verkaufen, das hier. So. Sonst hat er hier nichts, was wir haben wollen. So, dann nochmal hoch. Hier auch einmal Lunzen überall. Nope. Und hier. Nope. Ja, schade eigentlich. Ich hätte auch nichts. Ja, egal, dann gehen wir jetzt erstmal nach Norden in die Bank, zahlen das alles ein. Und dann schauen wir mal, ob wir unsere Ausrüstung nochmal wiederfinden, also vervollständigen können. Uns fehlt ja hier noch ein bisschen was. So, das muss ja alles noch schön rot sein. Und wir müssen hier auch schauen wegen der Quest. Was wir machen müssen. Vielleicht müssen wir zu Midara zurück. Oder wir müssen abwarten. Weiß ich nicht. Ein paar Tage warten. Oder wir müssen wieder zurück zu Lysandros Grab. Kann auch sein. Und den ganzen Weg nach unten zu ihm wieder suchen. Aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge herausfinden. So, wo haben wir jetzt die Bank? Hä? Achso, ich bin noch nicht mal halb so weit bis dahin. Toll. Ich bin schlau, ich bin super. Wow. Hier haben wir schon die Banken irgendwo. Hier. So. So, Letter of Credit. Jo. Und hier nochmal die... Hier, 1, 1, 2, 7. So, die haben wir hier erstmal eingezahlt. Der ist jetzt nicht hinter mir, ich wollte schon sagen. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal wegen Lysandros Geist, wie wir da weitermachen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!